Ja, das Geheimnis der Laufweite der Lettern hat sich tatsächlich 1:1 von Herrn Gutenberg bis heute in die digitale Zeit übertragen. Soll ein Blocksatz gemacht werden, wird tatsächlich der Wortzwischenraum, der fehlt, verteilt auf die einzelnen Laufweiten. Dies ist eine 48-Pont-Klingspur, was man sehr schön sehen kann. Es gibt eine Vorbreite, eine Letternbreite und eine Nachbreite. Und natürlich hat Gutenberg eine zweite Breitensituation erzeugt, indem er zum Beispiel eine schmal laufende Letter funktioniert hat. Die Vorbreite und die Nachbreite sind gleich, allerdings die Letternbreite ist deutlich schmaler. Man nennt das insgesamt auch Laufweite. Ich versuche das mal hier auszuschließen und stelle fest, die Zeile ist noch zu breit. Darum tausche ich mit einer schmalen Letter, die schmaler gegossen ist, mit der gleichen Vor- und Nachbreite aus. Mal schauen, ob es jetzt passiert. Noch ist der Blocksatz nicht perfekt. Eine weitere Möglichkeit ist, eine Ligatur einzusetzen. Wir sehen hier das E und das Schluss S. Eine Ligatur ist also eine Letter, wo zwei Buchstaben auf einem Kiel gegossen sind. Ich nehme eine ES-Ligatur, setze sie ein, prüfe, ob der Blocksatz funktioniert und siehe da, die Zeile ist fertig ausgeschlossen.